Moin Leute, herzlich willkommen zum Finale von Neighbors Back From Hell, beziehungsweise dem Prank Simulator. Leute, wir haben jetzt noch eine Mission vor uns und zwar keine Panik. Ich habe schon gehört, die Mission soll relativ schwer sein. Ich bin gespannt. 6 Aufgaben nur. Okay. Keine Panik, der Urlaub geht dem Ende zu. Schon hat das Schiff den Kurs Richtung Heimat eingeschlagen und überall ist Ruhe eingekehrt. Der Nachbar streunt an Deck herum und spielt mit allem, was nicht festgenagelt wurde. Das wird ihm sicher nochmal zum Verhängnis. Let's go. Letzte Mission. Das letzte Mal ein paar Pranks hier spielen. Let's go. Oh, boah, ich dachte, da gerade kommt von links direkt schon der Nachbar. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt hier direkt mal den Teppich grabben. Wenn er da nach oben geht, kann ich hier in Sicherheit? Nee. Gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit? Oh, das bedeutet, ich muss die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Hier ist noch eine Munitionsschachtel. Kann ich hier ansonsten noch irgendwas grabben? Nee, da kann ich reingucken. Was ist hier? Oh, was macht er da oben? Irgendwas war, hat er geschnüffelt. So, ich gehe mal hier weiter. Ich hoffe, also sie sollte mich ja nicht verpetzen, oder? Was ist da mit den Blumen? Diese Blumen duften ausgesprochen gut. Das scheint Olga zu gefallen. Oha! Ah, hier oben ist der Kapitän. Ja, moin. Ah, hier ist aber noch abgeschlossen. Ah, jetzt geht er hier erstmal runter. Ja, dann gucken wir mal hier. Oh, da ist Mutti am Schlafen. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Hier. Zack, pack das da mal rein. Ja, let's go. Oh, Mutti ist gleich wach. Oh, ich muss mich ein bisschen beeilen. Mutti, ich klaue dir hier erstmal irgendwas aus der Handtasche. Und dann bin ich auch direkt weg. Ach, sie hat das Schlaftabletten. Ja, perfekt. Warte mal, wir könnten den Teppich, den packen wir hier drauf. Und dann fällt er da gleich rein, oder nicht? Alter, Paletto. Aber was mache ich mit den Tabletten? Kann ich die dem Vogel geben? Oder Olga? Der. Oh, scheiße. Lauf, Woody. Nein. Seit wann kommt sie denn runter? Als ob. Was? 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 Weg, 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 weg. Boah, als ob. Ich dachte schon, dass ich jetzt hier gecasht werde. Also ein zweites Mal. Aber er wartet jetzt hier auf... Aber warum geht sie denn runter? Was kann ich hier mit den Schlaftabletten machen? Oh nein. Oh nein. Knallst du jetzt deine Mutter ab? Jetzt kriegt er wieder den Arsch voll. Vollkommen zurecht. Bam. Ja, musst du dich nicht beschweren. Ganz ehrlich, wer da mit irgendwelchen Waffen rumspielt, der hat nichts anderes verdient. Ah, eine Glasscherbe. Warte mal, die kann ich mir aber mal schnell holen. Die einmal hier, öffne Glasscherben. Oh, warte mal, da unten fällt er jetzt aber gleich mal runter. So, ich gehe mal hier nach links. Hä? Junge, ist der doof? Fällt einfach rein. Okay. Das ist echt so ein Klamauk. Ah, guck mal. Warte mal, jetzt ist hier aber, jetzt hat sich die Szene wieder verändert. Jetzt ist nämlich das zugegangen, die Glasscherbe. Eine Scherbe mit besonders scharfen Kanten. Das bedeutet, wir können das direkt wieder aufmachen. Oh, wir haben hier gleich ein Problem. Sie muss unbedingt aufwachen. Omi, ich bin am Arsch. Ich bin, ja, das war's. Oh Gott, wenn ich Glück hab. Oh, das war sowas von knapp. Als ob. Ich bin aber gefangen. Ich bin gefangen. Ich komme hier nicht weg. Er geht jetzt hier rüber und ich muss nach unten. Ach man, man kann sich hier nirgends verstecken. Ja toll, Oma. Oh Gott, Leute. Jetzt wird es ein bisschen spannend. Ich muss, glaube ich, immer dem Nachbarn hinterherlaufen. Wisst ihr, was ich meine? Weil sonst wird man von der Oma gecatcht. So, ich schneide das jetzt auf oder was? Nee, das geht nicht. Hier oben? Aber was ist das denn? Ich dachte, ich schneide dieses... Weil das ist doch nur so ein Gummiseil. Gumminetz. Ah, jetzt kommt sie schon wieder. Sag mal. Ah, nee, er kommt. Genau, ich muss ihm immer hinterher. Aber Moment, da muss ich jetzt kurz mal aufholen. Wenn ich ihm immer hinterher will. So. Hier gehen wir... Ah, jetzt ist da ein Fisch gelandet. Ja, ja, sei nicht so... Ja, ach, jetzt komm, jetzt hör auf zu heulen. So. Und da müssen wir jetzt dringend hinterher. Ah, ich wollte gerade sagen, vielleicht kann man die Zeitung oder so aufheben. Aber das geht nicht. Boah, ich darf mir keinen einzigen Fehler mehr erlauben. Ansonsten ist Game Over. So, schnapp dir einmal den Fisch. Vor allen Dingen, öffne Fische. Ja, okay. Jetzt habe ich zwei Fische. Irgendwas mache ich mit den Fischen? So, Umi. Ich pack den einen da in die Blumen. Ja, ich glaube schon, ne? Schön mal hier so ein Fisch da. Weil dann gibt er eben diese ekligen Fische. Perfekt. Aber was mache ich mit dem anderen? Ein glitschiger... Achso, ich dachte, er kommt jetzt zurück. Glitschiger toter Fisch. Der Oma? Nee, aber in die Tasche. Ich pack das hier in die Tasche. Was? Als ob. Er hat die Route geändert. Er ist plötzlich hier von rechts nach links gelaufen. Er will duschen?
Warum will er denn jetzt duschen? Und jetzt geht er zur Blume. Okay, alles easy. So, dann wird er jetzt gleich geprankt. Was mache ich mit dem zweiten Fisch? Den da rein? Nee, Pillen? Hätte ja klappen können. Aber da kriegen wir jetzt erstmal einen Score. Er kriegt auch immer nur auf die Schnauze. Oh, was macht... Sie verlässt jetzt ihren Posten. Mutti geht runter. Er tritt da wieder gegen. Dann spielt er mit der Waffe. Oh, oh, was ist denn jetzt? Öffne Lappen. Wartet. Den Lappen, das ist mir eben schon... Hier, den Lappen und dann fliegt der Vogel dagegen und dann haben wir den Schlüssel und dann können wir hier aufschneiden. Aufschließen. Was sollen wir da machen? Oh Gott. Oh, nach unten. Aber jetzt ist er dagegen geflogen. Okay, wir könnten jetzt einmal komplett rumlaufen. Ich weiß aber nicht, ob das smart ist, weil ich will den Schlüssel haben. Das wird knapp. Ich glaube, das wird sogar zu knapp. Kann ich hier das? Den Fisch da rein? Nee. Oh, der Alte. Da guckt er rein. Schnell das hier schnappen. Oh, nee. Oh, das war's. Ich bin Game Over. Nein. Okay, das muss ich smarter machen. Ist es das erste Mal, dass wir Game Over gegangen sind? Ich spiele jetzt einfach bis zur Stelle, wo wir uns gleich wiedersehen. So, Leute, da sind wir wieder. Sie geht wieder eine Runde duschen. Ja, genau. Jetzt mal hier schön den Fisch. Ja, Ast rein. Und den Lappen. Perfekt. Leute, das sieht gut aus. Jetzt nochmal ein bisschen Wischi-Wischi machen. Ja, Vogel. Oh, jetzt geht er nach da unten. Wir müssen hier hin. Gut, Omi schläft auch noch sehr nice. Und da ist er dagegen geflogen. Dann laufen wir einmal rum. Man kann auch, zack, immer kurzzeitig ein bisschen sprinten. Zack, hier. So geht das ein bisschen schneller. So, komm her, du blöder Vogel. Oh. Oh, oh. Ja, das hast du davon. Andere Leute beim Duschen beobachten. So, jetzt das schnell. Oh, er kommt jetzt auch. Lauf, Paletto. Aber Omi ist jetzt auch da. Okay, sprinten. Ah, warte, ich kann auch hier aufschließen jetzt. Zack, und dann gehe ich nach oben. Schnell. Oh, ich habe es geschafft. Jetzt hier. Einmal. Löten rein. Rein da. Oh Gott, jetzt kommt der Nachbar. Aber egal, ich hab genügend Leben. Mir ist nichts passiert. Er ist jetzt eingeschlafen. Ich wiederhole, der Kapitän ist eingeschlafen. Was mache ich denn jetzt? Jetzt wäre ich... Oh, ich bin schon wieder in Gefahr. Lauf, 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 lauf. Nein, nein. Ach, ich habe keine Sachen mehr. Was passiert denn jetzt hier? So, wir müssen jetzt gleich mal gucken, ob er nach links oder nach rechts geht. Ich muss da unbedingt hin. Nee, er geht wieder zur Dusche. Sie schläft lang genug. Komm, beeil dich. Ganz leise. Ganz langsam. Jawohl. Jetzt? Was müssen wir hier machen? Auf dem Steuerrad ist ein Wegverschluss mit dem Codeschloss. Was denn für ein Code? So, Leute. Der Code für dieses komische Schloss war da unten. Unter diesem... Oder diese... Wie nennt man das? Keine Ahnung. Hausmatte. Jetzt hier. Zack. Löten rein da. Genau. Lieber Kapitän, ich packe jetzt was hier rein. So. Er pennt. Perfekt. Gehen Sie raus. Und jetzt das Schloss aufmachen. Gib mir doch das Zahlenschloss. Da unten kommt der Nachbar. Jetzt aufmachen und wegfahren. Das Steuerrad ist nun locker. Okay, und wir gehen runter. Nein, wir kassieren jetzt nochmal. Aber ist egal. Jetzt kann der Nachbar schön zeigen, was für ein Kapitän er ist. Titanic 2.0. Oh ja, wir haben es geschafft. Jawohl. Und Woody ganz entspannt. Oh oh. Oh Gott. The End. Perfekt. Leute,
Wir haben das Game durchgespielt. In diesem Sinne, wenn euch das Let's Play gefallen hat, dieses Video, lasst gerne ein Like da. Hier ist jetzt noch der Team Paluten-Kanal sowie weitere Videos. Vielen Dank fürs Zusehen, war ein schönes Projekt. Ich wünsche euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag. Wie gesagt, danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.